Moin, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, YouTube-Video auf dem Kanal. Ne? Heute mal, ja, sofort mal wieder. Und zwar zu was Besonderem. Was heißt Besonderem? Und zwar um das Thema. Was der Mikey an Spielegamer so besonders findet oder was ihm wichtig ist oder und so weiter. Wenn es euch gefällt, gerne liken, abonnieren und teilen. Sonst schaut in der Videobeschreibung, findet ihr das wichtige Linktree. Und dann WhatsApp-Ankündigungsgruppe, könnt ihr gerne verborgen, wenn ihr wollt, um nichts mehr zu verpassen. Wo fangen wir an? Gute Frage. Ja. Du gehst so ein bisschen hin und hoch und runter. So ein bisschen. Weil, ja, kann ich auch nicht so richtig sagen, warum. Auf jeden Fall haben die Streits mittlerweile, also von meiner Seite aus, bisschen, das heißt ein bisschen, stark zugenommen. Sind immer so Kleinigkeiten, über die wir dann streiten. Meistens Meinungsverschiedenheiten. Und ja. Ihr vielleicht im letzten Video schon gesehen habt, oder dieses eine Video, was ihr eventuell mal oben rechts verlinken, wo er gesagt hat, dass er Schluss machen will. Ja, also, zumindest glaubt er es. Ist hier natürlich ein bisschen anders. Ja. Was soll ich sagen? Also wir sind jetzt mittlerweile seit, also wir kennen uns jetzt mittlerweile seit fast 4 Jahren, sind wir befreundet zumindest. Ne? Und ja. Und seit einem Jahr ungefähr sind wir jetzt zusammen tatsächlich. Ne? Klar, hatte er auch nichts. Es gab, ja, gut, es gab auch so zwischen uns sowohl gute und schlechte Zeiten. Also in der Beziehung ist das wohl normal. Das heißt, würde ich normal sagen, würde ich wissen, ob das normal ist. Dass man immer wieder mal Streitigkeiten hat. Ja, weil man halt nicht immer derselben Meinung ist. Und sich einfach mal gegenseitig immer ein bisschen stichelt. Und ja, das natürlich nicht unbedingt jeder dann so aufnimmt, das Spaß, sowohl als auch. Und ja. Natürlich soll das nicht so weitergehen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Komm wieder her. Und. Ja. Soll ich Krosi noch erzählen? Wie hat gelackt? Ja. Hatte es halt die Zeit so ein bisschen an mir, was ich daraus mache. Aber ich glaube nicht, auf Dauer wird das halt nicht so weitergehen. Also er will das wahrscheinlich auch nicht, weil er will ja auch, dass ich mich bessere. Tatsächlich ist es aktuell nur von mir abhängig, weil ich will auch nicht, dass er Schluss macht. Ja. Und das ist natürlich dann, was er natürlich nicht will. Natürlich sonst, ja. Nur weil ich den Streit anfange, habe ich auch keine Lösung. Ja. Aber ich bin immer wieder auf dem Weg der Besserung. Also, zumindest hat es mittlerweile nachgelassen. Also, es ist natürlich noch ausbaufähig, klar. Klar hat er auch diese Phasen. Aber ich will jetzt nicht über alten Schinken reden. Ne? Also, die Sachen sind ja geklärt soweit. Und deswegen, ja. Also für mich ist er halt mehr als nur ein Freund, ne, sage ich mal.
Und stehe mir auch mehr vor als eine Freundschaft. So, ne? Und ist mir halt auch wichtig. So ist es ja nicht. Auch wenn wir nun wieder diese Streitigkeiten haben. Hin und wieder. Ja, ab und zu ist ja okay, aber halt diese Regelmäßigkeit gefühlt jeden Tag. Ja. Wird auch ein bisschen nervig für beide Seiten. Und auch nicht schön. Und ja. Ich mich auch nicht ständig streiten mit ihm. Und ja. Und er ist halt schon ein besonderer Mensch für mich, würde ich mal sagen. Also er ist mir schon ins Herz gewachsen. Und ihn einfach so aufzugeben, ist halt auch nicht eigentlich so meine Mission. Ne? Oder dass er mich einfach, ja, von mir trennen würde, sag ich mal. Natürlich auch nicht mein Ziel. Und deswegen, ja, möchte ich das eigentlich verhindern. Und sag mal ehrlich, ja, und die Streits sind nervig. Gib mir auch stets Mühe, das zu unterbinden. Aber es ist halt leider nicht immer möglich. Gut. Er wird, glaube ich, auch da Verständnis haben, dass man ab und zu mal Streits hat, aber halt nicht gefühlt jeden Tag. Man kann ja auch nicht Leuten dann ewig keine Chancen geben. Ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich selber. Die Leute, die in einer Beziehung sind oder in einer freundschaftlich zusammen sind. Also, man muss nicht in einer Beziehung sein. Aber wenn da ständig irgendwer Streit schlichtet oder anfängt und halt keine Besserung in Sicht ist, ja, dann wird es halt auch schwierig. Und ich meine, wir verstehen uns gut. Klar, hin und wieder mal Gestecke und Gestichel. Freundschaftlich natürlich. Und dann, ja. Bisschen sollte sich erst bessern unbedingt. Also. Gibt natürlich stets Mühe. Natürlich ist jetzt nicht, es geht natürlich nicht jetzt davon geht's auch gleich, ne? Ist ja klar. Au. Aber ja. Er hat Gefühle zu mir, ich habe Gefühle zu ihm. Ja, war gut. Passen wieder gut zusammen. Ich finde ihn auch sehr sympathisch, so ist nicht. Ich tue kurz sagen, ich kann halt schlecht. Ja, wie soll ich jetzt meine Gefühle zu ihm ausdrücken? Also ich weiß halt nicht, was ich da kurz sagen soll. Ich finde ihn sympathisch. Hübsch würde ich sagen, kann ich. Ja, ich finde ihn auch hübsch. Ui, hübsch. Ja. Nein, das hat er ja auch zu mir. Aber ist mir halt schon wichtig, ne? Und das einfach so aufgegeben ist halt auch nicht so mein Ziel. Ja. Wie seht ihr das so über diese ganze Sache? Falls ihr euch wundern solltet, ich wurde gebeten, das Video zu machen. Ich euch wundern sollte, warum ich das mache. Ja. Da habe ich natürlich wieder keine hier. Da war ja klar. Aber ich habe eine Armbrust dabei, das ist ja interessant, aber keine Pfeile. Ich muss gar keine Pfeile. Ach doch, Pfeile habe ich auch. Wenn euch was einfällt, gerne in die Kommentare schreiben, was euch noch einfällt, was ich machen könnte. Gut, Streiten zu vermeiden geht, aber geht ja nicht immer. Also kommt immer drauf an, ist immer natürlich situationsabhängig. Man kann quasi Streit auch vermeiden, aber es geht halt nicht immer. Wird auch mal situationsabhängig und natürlich auch, wie man das aufnimmt. In dem Sinne, da ich danke fürs Dabeisein, meine lieben Freunde. Wenn ihr noch irgendwas habt, gerne in die Kommentare schreiben, ansonsten liken, kommentieren. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Bye bye und ade. Tschüss. Tschüss. Tschüss.